aus Geilenkirchen, was für ein Stadtname, ne? ja, ich lese mal vor, was man mir hier notiert hat. Aus einem Label für Fetischbekleidung hat sich Karin Blum in den letzten Jahren zu einem der führenden Labels in Sachen Latex-Mode-Outfits in Deutschland entwickelt. Rosengarten steht für ungewöhnliche Mode, habe ich eben schon gesehen. Schräg, sehr bunt. Und ja, die Mode ist auch alltagstauglich. Na, mal gucken, wie das da aussieht, ne? So viel wie saatig und ist ein neues Label von Tanja Vogt. Tanja Vogt ist auch die Betreiberin des örtlichen D-Maske-Shops in Dortmund. Mit Velvety kreiert Tanja erstmalig aus ihren eigenen Ideen Outfits und Innovationen. Dabei entstehen absolut alltagstaugliche Kombinationen aus Silky Latex und hochwertigen Webpelzen. Velvety präsentiert heute Nachmittag hier ihre erste Winterkollektion. Thank you.
Fehlt noch Ton? Nein, haben wir. Savage Bear ist bereits seit vielen Jahren als Label auf dem Markt der speziellen Outfits und Underground-Fashion-Kreationen. Die Aufmerksamkeit der jungen Designerin, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, Heidi Buchanan, gilt insbesondere Leuten mit Mut, die gerne ausgefallene Kleidung auch auf der Straße tragen. Dabei kann es auch zur Mischung verschiedener Materialien mit Latex kommen, um interessante Kostüme zu erhalten. Flüssiglatex dient unter anderem für spezielle Effekte.